Hey ho, let's go! Willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Letztes Mal haben wir hier diese ganzen Typen hier fertig gemacht. So voll die Fresse poliert und so. Und ein Ansehen-Level up bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt endlich diese geile Karre hier hinten kaufen, die wir gesehen haben. Und gleichzeitig können wir, egal wo wir sind, egal wann, einen Typen anrufen, der uns unser Auto bringt. Das heißt, es ist gleich doppelt gewonnen. Übelst geil. So, kaufen wir uns das Teil hier. Ja. Warte. Nein. Da habe ich noch was mit Lackierung gesehen. Ich wollte Lackierung. Ja, kaufen wir uns. Warte. Wir kaufen uns zuerst das Auto. Ja. Okay. Ja. Passt auf. Boah. Gebt euch das Teil mal. Nice. Ups. Ups, ups, ups. Wow. Fuck. Okay, muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich würde sagen, mit dem Teil fahren wir gleich mal zu unserer nächsten Mission. Ja, was machen wir denn? Interessenkonflikt machen wir mal das da. Müssen wir über die Autobahn, das ist gut für dieses Auto. Boah, gebt euch das Teil. Richtiges Monster. Ups. Nein. Boah, finde ich geil. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, aber scheiß drauf. Jetzt haben wir eine geile Karre. Wo müssen wir hin? Ich glaube, ich fahre noch richtig. Hoffentlich. Alter. Ich will gar nicht wissen, wie schnell wir fahren. Das ist mal richtig geil. Nicht schlecht. So, da werden wir auch schon. Am besten jetzt schon bremsen. Hey, das ist ja wieder das die Porno-Industrie-Dings da, wo wir letztes Mal schon waren. Und nicht letztes Mal, aber vor kurzem. Dem Sunny, glaube ich. How did date with Vivian go? You wanna be her new boyfriend? Relax, Ricky. I'm just making a joke. So wait. You know Fifi Miao? You mean the movie star? Yeah, I heard of her. What's she doing these days? She's doing another movie in the Stripper Assassin franchise. Ooh. But I want the role for Vivian. That's a great idea. That would be huge for Vivian. Yeah, it would help her profile. Aren't you going with Vivian to the release party? Yeah, you're right. Good call. We're releasing the track that King produced tonight. You have a great time. You and the hottest star in Hong Kong. Go, have fun. You know Big Smile Lee? Oh yeah, we've crossed paths. Good. We've got a joint venture making porn. Was, die beiden machen zusammen einen Porno? Bäh. That's good money, I bet. Yeah, if Vivian pisses me off, that's where she'll end up. But there's more money if I keep her a star. I just have to make sure she doesn't flake out on me. I want you to put some cameras up in an apartment. I need it done right away. Can you organize that Aber for klar, me? Man. Yeah, of course, Sonny. I'll take care of it for you. Okay. Here's the address. There's a box of stuff over by the elevator. Okay, dann brechen wir mal in das Haus ein und tun überall Kameras hin. Was? Geh zum Apartmentgebäude. Was? Achso, zum Apartmentgebäude gehen. In unserer geilen Karre. Boah, die schon wieder ziemlich im Arsch ist. Aber scheiß drauf, wir haben sie gekauft. Das heißt, jedes Mal, wenn wir sie neu holen, ist sie wieder ganz. Was ich ziemlich sozial finde. Ups, sag schon, das war nicht gut. Das ist vielleicht nicht die richtige Karre für Missionen. Aber. Das ist mir relativ egal. Oh mein Gott. Au. Oh. Hey. Halt, stopp. Schon wieder Sachschaden, was geben. Ich sollte echt nicht mit diesem Auto zu viel rumfahren. Hey. Bus, was machst du? Ach, jetzt sollen wir das volle Programm geben. Okay, von mir aus. Tops, noch mehr Sachschaden. Ah, jetzt glaube ich, kriegen wir die Jade-Statue. Eine von den letzten drei. Mit dem Portier. Excuse me, sir. I don't think I've seen you before. I'm a location scout. Could you let me have a look around? Only residents and their guests are allowed, sir. Now be quick. I'll make it worth your while.
No, it's not gonna happen, sir. You have to leave the premises, sir. Okay, dann gehen wir halt durch einen anderen Eingang in das Appartement rein. Das rein zufällig gleich um die Ecke ist. Naja, ist nicht gerade um die Ecke, aber hier drüben. Hoffe ich jedenfalls. Ah, hier. Achso, da kann ich gar nicht rein, das Gitter. Verdammt. So, hier jetzt aber irgendwo. Ups, tut mir leid. Eigentlich ja nicht, aber... Ah, hier sind wir richtig. Perfekt. So, auf zum Parkouring. Zum offenen Fenster klettern. Und spring, flieg. Benutze deine Flügel. So, dann hier hoch. Hör auf, da hin zu pissen, Mann. Das ist meine Gegend. Oh, verdammt, da kommen wir nicht drüber. Ich glaube, da müssen wir hier rennen. Mit ganz viel Anlauf. Easy going. Geh doch dann da hoch, meine Fresse. Ah, so, das Apartment betreten. Hey, das ist ein Lebensteil. Beten wir doch mal kurz. Ich glaube, wir haben sogar schon wieder ein Lebens... Nein, eins brauchen wir noch fürs nächste Lebensupgrade. So. Wow, was machst du? Was machst du? Okay, so. Perfekt. Dateien auf den Computer kopieren. Aber erst holen wir uns die Statue hier. Perfekt. Alle Stühle gleich umschmeißen und erst kopieren wir das Teil. Hört ihr das im Hintergrund? Alter. 2, 1. Nein, Quatsch. 2. 1, 3. So. 4. Perfekt. Dann das Tier 2, das Tier 5. 6, 7, 8. Verdammt! So, dann machen wir hier 3. 0, 4, 5. Was geht denn? Da machen wir 3. Nein, Quatsch. Das hier ist 0. Das hier wird 5. Das hier 3. Dann macht das hier 6. Was geht denn? 5. Nein, Quatsch. Das hier muss dann 0 sein. 0. Das geht sich nicht aus. Dann machen wir das hier 5. Mein Gott, ist das kompliziert. Was geht denn? Und das da ist dann 6. Ah, 7. 8. Boah, gerade halt so. Beim letzten Versuch. Okay, cool. So, was jetzt? Die Küche verwanzen. Wo knallen die gerade? Ich höre sie. Soll ich vielleicht mal nach oben schauen? Ah, vielleicht im Bad. Ne, nicht im Bad. Vielleicht hier oben. Ja, wo sind denn die? Naja, egal. Schauen wir einfach hier das Zeug hier verwanzen. Ups, ja, so weiterdrehen. Dann kalibrieren. Die übliche Routine halt. Hier, 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 da. Und hier. Ah, wir haben ganz wenig Zeit. Und jetzt? Oben verstecken. You look beyond beautiful tonight. You know what you're doing. Every time I looked at you, all I could think was, "Do you hear that? I can't believe she's real." Oh, Ricky. She's too perfect to be real. Seriously, every woman wanted to be you, and every guy wanted to. Well, you know. Oh, Ricky, you have such a one-track mind. Shit, fucking Sunny. Oh yes. You know I like that. Okay, but let me go freshen up first. Whatever you want, baby. I'm gonna go have a smoke. Okay. Was müssen wir jetzt machen?
Kann man im Schlafzimmer platzieren. Aber hier. Lassen Sie sich nicht sehen. Habe ich nicht vorgehabt. Das war ja leicht. Memory Stack beschaffen, ohne gesehen zu werden. Wow, es sollte vielleicht weitergehen. Tihi. Gut, dass sie mich nicht gesehen hat. So, Memory Stack. Nein, was machst du? Hier. Oh, and now that you mention it, maybe I should check up on her. Okay, und jetzt? Zum Balkon gehen. Vom Balkon springen. Und geschafft. Pendrew am Treffpunkt treffen. Der steht doch schon auf meine Fresse. So, nein, nicht die Karre klauen. Diebstahl hätte ich wissen müssen. Naja, scheiß drauf. Hätten uns halt eine geilere Karre gestohlen, aber es ist auch schon egal. Aus dem Weg, Taxi. Gott, warum suchten die sich immer die weitesten Plätze, also die Plätze, auf die am weitesten weg sind? So, hier nach rechts. Und hier nach links. Und da wären wir auch schon. Da ist auch die Parkgarage vom letzten Mal, wo wir den Typen hinterlassen haben. Andrew, there you are. Are you fucking crazy? What the hell were you thinking of wrestling Jackie, huh? Oh, I thought we were past all that. I just wanted to congratulate you on that business with Tang. Good riddance. Now, what about Sonny Woe? Anything new there? What about Jackie, huh? Fuck, Pendrew. Are you deaf? No, Officer Shane, I'm not. But you clearly have forgotten who you're speaking to. Way. Forget about Jackie a moment. Whatever we can get to stick to Sonny Woe will obviously hurt Big Smile Lee. We both want that. Fine. Sonny had me put up a hidden camera in Vivian Liu's bedroom. She and Ricky nearly caught me. He always did have a reputation for that sort of thing. Think you could get a copy of that? Are you fucking kidding me? She's got nothing to do with this shit. This could be the piece that we're missing on Sonny. Can you get it? All right. But I want Jackie in return. Cut him loose. Very well. Get me the video and he walks. I'll get it. All right, I have to go. Get me that video as soon as you can. Okay. Wird Jackie dafür bekommen. So ein Schwanz. Zum sicheren Haus im Central gehen. Was auch immer das sichere Haus ist. Können wir eine Abkürzung nehmen? Nein, können wir natürlich nicht. Warum bin ich auch hier reingefallen, ich Idiot? Schrei nicht so. Meine Güte. Oh mein Gott, Säule. Das Auto hört sich irgendwie cooler. Bisschen frisiert irgendwie. Ah, Bus. Ups. Naja, scheiß drauf. Ich scheiß auf die Polizei. Fuck the police. Gently. So, da sind wir auch schon, glaube ich. Hier. Ah, unser Zuhause ist mit dem sicheren Haus gemeint. Hätte ich irgendwie wissen müssen. Den Computer benutzen. Alright, Pendrew. I hope you're happy. Me. So, was ist jetzt los? Vivian? What are you doing here? Well, Sonny says you've been really helpful to him and to me. And I just wanted to thank you. Vivian, no. Wait, wait. What's this about? Nothing. I just can't. God, Sonny's gonna kill me. Wait, Sonny sent you here? Yeah, don't you know that? Know what? I can't do it anymore. Sonny will just have to get another girl. Look, Vivian, you don't need to. Not with me, okay? So,
You mean you're okay with it? Yeah, it's okay. Wow, you're the first guy who's ever, I mean, thanks, Wei. Kein Problem. Immer wieder gern. Was auch immer wir jetzt gemacht haben. Eigentlich gar nichts, aber scheiß drauf. So, volle Triadenpunkte, aber nur einen Kopf. Naja, und 500, wow, das ist ja so viel Geld. Dafür kann ich mir einen Keks kaufen, höchstens. Bin in der Mall, in Central, okay. Kommt jetzt nochmal eine Cutscene, oder was? Anscheinend schon. Wei, did you bring the video? And Jackie? Done. This should be all I need to put Sonny Wei away for a long time. And with Uncle Po dead... Wait, how'd you hear about that? Good news travels fast. I'll have Raymond arrange your debriefing. Congratulations, Wei. What are you saying? I'm saying it's over. You've done your job. It's time to come in. It's not over. Not yet. Wei, the Sun on Yi is seriously crippled. Your mission was an unbelievable success. I must admit, I thought you'd be happy. Big Smiley will take over. It'll be even worse than it was under Po. I can't come in now. I'm not finished yet. I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun on Yi. This is why I selected you. But you've done more than enough. Those are my orders. Fuck your orders and fuck you too, Penju. I came on to take down the Sun on Yi, not to shuffle the deck. Shen, you're making a mistake. Nein. Wie gesagt, fuck the police. Big Smiley, it'll be even worse than it was under Po. Shen, you're making a mistake. Fuck you, fuck you too, Pedro. Immer diese Albträume. Okay, cool. Ja, das war's dann wieder mal mit der... Gott. Wei? What do you want? Your friend Jackie. He's agreed he'll be walking out of Joe in a few minutes. Just thought you might want to be there to pick him up. Thanks. Don't mention it. So, kann ich dann endlich verabschieden? Meine Fresse. Also, das war's mal wieder mit der Folge. Hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Reingehauen.